Herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Gib mir einen Rewind. Wir machen hier noch einen Besucherraum. Wenn wir das irgendwie hinkriegen. Da ist er. Mit einer normalen Tür. Aber einem Metalldetektor. Hier. Oder zwei. Gibt's ja auch noch. Rein vom Einsatz her. Wird das dann alles höchste Sicherheitsstufe? Und so ist das natürlich, wenn man seine, wenn einem seine Kinder in der höchsten Sicherheitsstufe sind, dann dauert das halt ein bisschen. Haben wir jetzt hier eigentlich noch Gefangenenarbeit? Genug Arbeit hätten wir da. Was arbeitet denn irgendwo einer? Qualifizierte Häftlinge 2. Ach, die hat keinen Strom, ne? Ändern wir das mal schnell. So, das passt. Dann muss hier natürlich nochmal höchste Sicherheitsstufe im Besucherraum sein. Dann werde ich natürlich da nochmal eine Wache überall reinsetzen. Und hier halt noch eine Kamera. Hier eine rein, hier eine rein. Und dann bin ich mal gespannt. Die essen also quasi nicht mehr den Normalus, die haben halt Freizeit auch, ganz normal. So, Gemeinschaftsraum ist, glaube ich, jetzt auch noch gar nicht so verkehrt hier nochmal. Dass die sich irgendwie hier auch nochmal vergnügen können. Und dann sollte das nämlich passen. Was ist dein Problem denn? Da war einer freiwillig im krassen Gefängnistrakt. Scheinbar. Du schon 4. Kriegst du nochmal 2. Dann sollte das passen. Hier wird aufgeräumt, aber die Lager sind halt nicht voll, ne? Hier unten ist das Lager voll, da hinten nicht. Weiß nicht, woran das liegt. An der Sache mit den Wänden? Das ist vielleicht ein Problem. Sollen wir die Wände mal abreißen hier? Ist ja egal, ob da Wände sind oder nicht. Eine Hängeschere wurde da gefunden. Müssen wir hier nochmal die Küche halt vergrößern. Passt das vielleicht? Es wäscht halt keiner ab. Das ist halt so das große Problem bei denen hier gerade. Die müssen kochen und abwaschen gleichzeitig quasi. So, und das hier wird dann halt der Gemeinschaftsraum. Machen wir den Gemeinschaftsraum. Sucherraum, Bewährung, Gemeinschaftsraum. Machen wir dann natürlich noch ein bisschen schöner. Und
mit ein paar Sofas. Und ein Fernseher. Und ein Telefon gibt's auch noch. Und ein Billardtisch. Und hier natürlich gibt's auch nochmal zwei Handelbänke. Ja, das ist auf jeden Fall das, was die hier brauchen. So, wir gucken jetzt nochmal nach Informanten. Ob wir da was finden. Verdacht. Das ist halt, als wenn der aus der Schutzhaft irgendwie gar nichts bringt, wenn er sich nicht mit den anderen mischt. Ich habe $1290. Das ist schon krass. Ist ja keiner im Sicherheitszentrum gerade? Von unseren Mitarbeitern? Gerade keiner da. So, hier gibt es natürlich dann den sagenumwobenen elektrischen Stuhl. Also zu wenig Kapital. Bin gespannt, wenn da einer abschließt. Braucht er alles an Strom? Nee, noch nicht. Jetzt haben wir halt Minus gemacht. Wir machen gleich noch Plus. Der elektrische Stuhl. Ich bin gespannt, ob da was ist. Ein Anwalt ist tot. Jetzt habe ich gerade alle unsere Wachen hier reingeordert. Entlassen, nö, nö. Ja, die ohne Taser vielleicht. Sonst haben wir alle Taser hier. Das ist sehr, sehr gut. Die sind alle müde, die ruhen sich aus, die Ärzte. Viele Psychologen hier. Müssen demnächst mal wieder eine Razzia starten. Das mal so ganz nebenbei. Jetzt, wo ich natürlich den elektrischen Stuhl habe, ist natürlich die Frage, ob die Leute sich da mehr Gedanken über ihre Führung machen. Oder eher nicht so. Wenn hier jemand für 100 Jahre im Knast sitzt, dann ist natürlich auch schon fast vorprogrammiert, dass der zum Tode verurteilt werden kann. Jetzt sind die natürlich ein bisschen ruhiger hier unten wieder. Die in dem legendären Trakt. Hier wird gekocht. Aber warum die hier ihre Kühlschränke nicht benutzen, das weiß ich nicht. Kommen die da nicht ran? Lassen die mal ab. Vielleicht liegt es daran. Und jetzt wird er gerade benutzt.
Die sind noch andersrum gedreht hier, ne? Aber daran kann es auch nicht liegen. Ich weiß es nicht, aber ich ärgere mich, dass ich die Dinger hier nicht nochmal erhöht habe, also verbreitert habe. Das wäre gar nicht so schlecht gewesen. Können wir sogar noch einen Tisch reinstellen. Wo die noch mehr Sachen zum Lagern haben. Man müsste fast nochmal eine Razzia starten. In allen Zellen, jetzt wo geschlafen wird. Potenzielle Informanten haben wir hier. Also, was hast du? Die müssen dann natürlich in Schutzhaft. Unsere potenziellen Informanten oder unsere Informanten. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ich finde es bestimmt noch heraus, wenn hier einer meiner Informanten zusammengeschlagen wird oder so. Die hören sich, glaube ich, jetzt um oder so. Das ist, glaube ich, jetzt das, was sie machen. Die benutzen jetzt aber die Kühlschränke hier. Jetzt ist gut. Das finde ich natürlich auch gut, weil dann wird es hier vorne auf dem Platz ein bisschen leerer. Nö, eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele zum Tode verurteilt sind. Ist das nicht irgendwo hier noch? Besuch bei Todesurteil. Geistige Führung. Okay, alle Räume belegt. Taser für Wachen, ja, das ist okay, das können wir anhalten, das braucht keiner. Keine Lehrer für Gruppentherapie, der Alkoholiker. Drogensucht. Alle Räume belegt. Verhaltenstherapie. Keine Lehrer. Allgemeinbildung ist okay. Grundlagenbildung und Hygiene in der Küche können wir sogar noch einmal mehr starten. So, jetzt ist hier auf jeden Fall mal wieder Action. Und haben wir schon Informationen? Auf Route. Unsere Informanten, Leute. Die laufen hier durch die Gegend. Ah, guck mal hier. Die haben auch noch Besuch. Das freut ihn nicht. Wenn wir die Bosse hier
haben 101 Jahre im Knast. Das gibt's ja gar nicht. Was ist das für ein Leben denn? Kannst ja gar nicht machen. Na gut. Ich würde sagen, das soll es dann erstmal für dieses Mal gewesen sein. Nächstes Mal machen wir noch eine Razzia. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da und bis zum nächsten Mal. Haut rein.